So, hallo und herzlich willkommen. Ich habe mal eine längere Pause gemacht, so um eine Stunde rum. Und bin jetzt wieder voll im Aufnahmefieber. Diskutieren. DOP. Wie lange war ich gleich weggetreten? Eine Woche. Wow. Dann hat das DUP das alles in nur... Yep. Die waren echt fleißig. Sobald wir durch sind, melde ich mich bei ein paar Kollegen. Vielleicht kriege ich Zugriff auf die Polizeidatenbanken. In der Zwischenzeit hältst du dich aber bitte bedeckt. Könnte sie erschrecken, wenn ich mit einem Bioterroristen auftauche. Okay, Mr. Boss. Registrierte Schusswaffe. Ich bin Polizist. Natürlich. Das ist Bus. Mit zu seinen Freunden. Kann ich jetzt? Das muss ich jetzt mit dem Touchscreen steuern. Wird bearbeitet. Besten 2 von 3. Jason, hau auf! Der Teufel werde ich! Dirtson, bleib in Deckung! Sag mir nicht, wie ich kämpfen soll! So, erstmal werden wir hier die Leute befreien. Red, da auf den Türmen! Ich seh sie! Man soll immer alles rauslassen! Denk dran, die Zivilisten sind unschuldig! Jawohl. So, die haben wir gerettet. Wir wurden getrennt. Bist du okay? Mir geht's gut. Prima. Wie du gesagt hast, ich halte mich bedeckt. Halt dich weiterhin bedeckt. Ich ruf an, wenn ich was habe. Oh, mir geht der Rauch auf. Ja, ein bisschen. So. Nein, 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 warte. Ich komme in Frieden. Da oben habe ich Rauch gesehen. Nam 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 nam. Irgendwas hat an meinem Rechner gerade geklickert. Verdammt, Mann! Ihr seid dazu da, sie vor mir zu beschützen. Ich habe Zugriff auf die Polizeidatenbank von Seattle. Wie es aussieht, hat das DOP seine Augen und Ohren überall. Na, dann lass uns denen die Augen ausstechen und die Ohren abschneiden. Okay, ich sehe dich auf dem GPS. Du bist nicht weit von einer ihrer mobilen Kommandozentralen. Wenn du die lahmlegen kannst, können sie dich nicht mehr so gut verfolgen. Mobile Kommandozentrale, verstanden. Wie sieht so ein Ding denn ganz genau aus? Wie eine große, gepanzerte mobile Einheit mit seitlichen Anschlüssen und viel Funkausrüstung auf dem Dach. Ich glaube, ich sehe ihn. Riesenwohnmobil mit Scheinwerfern und Metallzeug auf dem Dach. Okay, gut. Da sollten Lüftungspaneele an den Seiten sein. Schalte genug von denen aus und der Kern wird überhitzen und freiliegen. Okay, Paneele wegboosten. Klar. Dann machen wir das mal. Da ist die mobile Station.
Drecksschweine. So, Nigga, du bist frei. Braucht man neuen Rauch. Oh, da ist ja noch einer. Dricksack. So, hier haben wir schönen Rauch. Ah, oh, tut das gut. Hey, so. Ein Betonmensch. Upsala. Sterb. Sterb. Denk dran, finde die mobile Kommandozentrale und zerstöre sie. Hab ich doch. Aber ich will erstmal noch hier. Siehst du den Hauptenergiekern? Müsste oben drauf sein. Ja. Okay. Und Bam. Ah, du bist wohl die Verstärkung. Oh. Die kleineren Typen sind mir lieber. Die sind echt mächtig ins Zeug. Die kleineren sind mir definitiv lieber. Ich hole mir noch mal ein bisschen Rauch. Nur mal so als Nachschub und dann geht's weiter. Wo sind Biggie Smalls? Da hinten. Ach, verdammt. Moment. So, hallo und herzlich willkommen zurück. Das war gerade das Rendering im Hintergrund. Ich habe nämlich noch im Hintergrund gerendert. Habe ihn im Visier. Okay. Oh, er ist hier direkt hinter mir. Boah. Oh yeah! Schnell weg. Noch ein Lüftungsschacht? Ja, danke schön. So, das ist also Seattle. Kann ich den auch von hier oben platt machen? Und kurz und knapp. Wo ist er denn? Da.
auch keinen Rauch mehr. Man muss sich hier echt gut die Umgebung einprägen. So kann man am besten kämpfen, wenn man so die Wege kennt. Und wenn man Rauch sucht, fast immer auf den Dächern. Der hat eine Minigun und schießt nicht. Nix da, vergiss es. Ja, Handy. Mir fällt gerade ein, die DOPs haben doch alle Betonkräfte, stimmt's? Also musst du sie nur einem von ihnen abzapfen und wir können nach Hause. Tja, und wenn das nicht klappt, heißt das, du hast dich geirrt. Und wir können trotzdem nach Hause. Sollen wir das hier alles stehen lassen? Code 9. Gesamtes Personal, Code 9. Egal. Gehen wir weiter. Wie wär's mit dir, Großer? Und? Hat's geklappt? Ah, kann ich gerade nicht sagen, Mann. Hier kommen DUPs aus allen Richtungen. Dann nichts wie weg da. Ja, toller Rat. So, mobile Kommandozentrale zerstört. Green and Respawn Punkt und so weiter. Sehr schön. Okay. Okay, Reggie, ich frag nur ungern, aber wissen deine Kumpels im Blau noch irgendwas über diese Kernrelais? Offenbar wurden die überall in der Stadt verteilt. Die Polizei von Seattle überwacht sie, weil die UP nicht verraten will, wozu sie gut sind. Aber du kannst rausfinden, wo die alle sind. Klar, wie gesagt. Gut, schick mir ihre Positionen auf mein Handy. Wozu? Damit du noch mehr Kräfte abzapfen kannst? Nein, vergiss es. Wow, mein eigener Bruder will, dass ich gegen die schlimmste Ultra-Mega-Bioterroristin überhaupt kämpfe. Mit schwachen Kräften. Das habe ich nicht gesagt. Ja, dann sollte ich wohl keine Zeit verlieren und sofort zu Augustin gehen. Das einfach hinter mich bringen. Wer weiß, wie es ausgeht. Okay, okay, schon gut. Du hältst dich von Augustin fern und ich schicke dir die Relais-Position, die ich kenne. Danke, Reg. Du bist der beste Bruder von allen. Nein, wenn ich das wäre, hätte ich dich daheim in Salmon Bay in einen Schrank gesperrt und den Schlüssel verloren. Wow. Ein Schrank ist zwar kein Hindernis für einen Conduit, aber nett, dass du mich einsperren willst. Ich weiß nicht. Ich glaube, unser Bruder hat ganz schön was dagegen, dass wir hier so rumtanzen. Mensch, Mann. Du müsstest das hier sehen. Alles ist verlassen. Es gibt nicht eine Fähre mehr rein und raus. Das gleiche am Flughafen und am Bahnhof. Jetzt, wo die Brücke hin ist, hat das DOP die Stadt... Glaubst du, das DOP macht das mit jeder Stadt, in die es gerufen wird? Das habe ich zumindest gehört. Wo lassen sich Leute sowas gefallen? Weil, wenn es darauf ankommt, die meisten nicht bereit sind, ihr Leben für die Freiheit zu opfern oder für das Streben nach Glück. Nee, das glaube ich nicht. Voll überrannt. Ah, Kernrelais. Sehr schön. Was sie brauchen, ist sowas von ungesund. Was sind da die gelbe, die blaue Spritze da drüben? Gucken wir später. Erstmal
erledigen wir erstmal die Mission und das machen wir dann weiterhin in der nächsten Folge. Wie gesagt, ich muss mich ja an meine 15 Minuten halten, sonst wird das ein bisschen eng.